nun noch eine Frage sozusagen beantworten. Wenn es eine Person gibt, die noch nichts gefragt hat, würden wir diese bevorzugen? Ja, sprich mit dir. Ja, ich glaube auch. Ich habe jetzt keine mega... Also hier, hi Markus, hier ist Harry. Hallo, Harry! Ich habe gerade so mega... Ich sag mal nicht wichtig, aber so eine, nicht gerade eine Frage, die mich... Jede Frage ist gleich wichtig. Ja, ich weiß, aber ich bin jetzt nicht der, der sich an Außerirdische hängt und sagt, okay, ihr müsst meine Fragen beantworten, sondern ich sag mal, ich kann eigentlich alle meine Fragen beantworten. So eine Frage der Zeit. Was teilen, ne, möchte ich jetzt. Sehr gerne. Sehr große Fortschritte, die du machst. Dankeschön. Ich habe mit der Idee gespielt jetzt und die manifestiert sich, die wird sich wahrscheinlich manifestieren in der Physikalität. Und zwar habe ich ja die Bücher von Anastasia gelesen, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, weil ich da schon Fragen zu hatte. Und jetzt habe ich voll Bock, so ein Stück Land zu kaufen und meine Gärtnerei zu eröffnen. Und dann am besten auch so ähnlich. Wie es gibt ja schon auf dem Planeten so Ökohöfe, wo man zusammenlebt und jeder noch so seinen eigenen Garten hat. Wenn ihr in die Zukunft schaut, seht ihr denn eher was Gemischtes, ein paar Höfe mit ein paar Städte, oder wird sich die Zahl der Höfe oder der Art des Zusammenlebens ändern in die Richtung, vielleicht jeder hat sein Grundstück oder so, sein Hektar und sein eigenes Gemüse. Da du gut erwähnt hast, du kannst deine Fragen alle selber beantworten, werden wir nun keine Antwort darauf geben. Was? Okay, welches Gefühl habt ihr, Jael, wenn ihr euch in... Sehr wohl, okay, Harry. welches Gefühl habt ihr dabei, Wir sehen sehr großes Potenzial für diese Art von Realität, sozusagen eine Dezentralisierung, ein Zurückgehen in das mehr Natürliche, wo ihr sehr schnell sozusagen Erfüllung findet, wo ihr aus unserer Perspektive wieder schnell sozusagen ganz werdet, die Ganzheit spüren könnt. Die Natur ist ein wundervolles Mittel, dies zu tun und sozusagen auch die Natur zu speisen, die ihr direkt selber pflegt und anbaut, ist ein hervorragendes Mittel sozusagen aus unserer Perspektive, sich wieder mehr zu verbinden mit dem, was tatsächlich ist. Alles, was voll Bock macht, und dies haben wir aus deinem Mund sozusagen wahrgenommen, solltest du unbedingt verfolgen, Harry. Alles klar. Mir fällt noch eine andere Frage auf ein. Und zwar, macht es einen Unterschied, ob ich einen Boden mit einer Maschine aufbereite und mit Pflanzen befülle, oder muss ich das alles aus der Perspektive des Energetischen selbst per Hand machen? Dies kannst du, Harry, mit gestalten. Wir würden dazu sagen, solange du in der Lage bist und, wie erwähnt, voll Bock hast, dies mit Hand zu tun, solltest du das unbedingt so tun. Wenn du allerdings vielleicht bei anderen Menschen, als Beispiel, wenn andere Menschen etwas älter sind, sozusagen, und nicht mehr so viel leisten können, ist es überhaupt kein Problem, sozusagen eine Maschine zu benutzen. Wie auch bei Johannes schon erwähnt, höre auf dein Inneres, auf dein Herz. Und solange es Spaß macht und Freude bringt und du dich zu Hause und ganz fühlst, solltest du so wenig wie möglich externe Hilfsmittel benutzen. Ich denke, das mache ich mit Herz, aber auch mit Köpfchen. Wenn es wieder um Effizienz sozusagen geht und ihr denkt, ihr müsst dies schnell machen und mit einer Maschine und die Zeit eilt, dann würden wir sagen, dies ist nicht die pureste der Energien, die euch sozusagen zur Verfügung stehen. Ihr dürft
verstehen, dass ihr unendlich viel Zeit habt für alles, was ihr erleben wollt. Danke, lieber Markus. Danke, lieber Herr. Bitteschön.